Damit Servus und herzlich willkommen zurück zu Empyrean Galactic Survival mit Watzi. Hallo Watzi. Hallöchen. Und hallo liebe Zuschauer. So, wir haben in der Zwischenzeit, beziehungsweise erstmal Watzi hat das Raumschiff einigermaßen wieder gepflegt. Oh, Wenn noch nicht ich an sehe. allen Enden, wie man hier vorne links sieht. Ja, ich sehe auch gerade. Aber was nicht ganz so schlimm ist, und ich habe da hinten dieses Zarkosium-Erz etwas geplündert. So, nach dem Plündern, ein paar Mal Sauerstoff auffüllen, habe ich einfach mal getestet, ob wir hier die Sauerstoff überhaupt auf dem Planeten haben. Auf einem grünen Planeten sollte man auch Sauerstoff vermuten. Wir haben Sauerstoff. Also Ja. konnten wir auch unsere Helme abnehmen, wie man hier auch gerade gut erkennen kann an Watzi, der hier ohne Helm rumrennt. So, und wir haben hier fast 2000 Zarkosium-Erz. Das Raumschiff ist soweit repariert. Allerdings, was hier hinten immer noch fehlt, ist der Warp-Antrieb. So, und Watzi meinte, für den Wir brauchen Warp-Antrieb brauchen wir, ja, entschuldige. Erzähl. Siliziumerz. War das Silizium? Hat das nicht irgendwas anderes gesagt? Nee, Silizium war das, soweit ich weiß. Bin mir nicht sicher, du guckst ja gerade nach. Versuche es, ja. Finde hier bloß, ja, so ein bisschen filtern hier. Den Warp-Antrieb. Ich übersehe es doch bestimmt. Das war hier bloß Optik halber. Hier haben wir auch eine Steuer gehabt. Nee. Nö, nö. Wo haben wir das rechts? Das vorletzte müsste doch eigentlich. Bei den Konstruktor und so weiter müsste das doch sein, ne? Du, wir brauchen Ach praktisch da. eine Flugspule, brauchen wir. Genau, 5 Flugspulen brauchen wir. Die Flugspulen sind bei den mechanischen Dingern hier vielleicht. Da ist eine Flugspule, ja, stimmt. Zwei Siliziumbarren und zwei Satiumbarren. Brauchen wir also beides, Silizium und Satium. Nichts davon haben wir bei, richtig? Da haben wir gar nichts bei. Nee. Wir müssen wir. Also müssen wir jetzt erstmal schauen und weiterfliegen. Ich würde sagen, hinsetzen, ab ans Steuerpult mit dir. Du fliegst eine Runde, damit das Ganze hier Ich? nicht wieder so beschädigt wird. Ja, das ist vorbildlich. So. Alles fürs Spiel, alles fürs Nicht-Beschädigen. Zarkosium-Erz nochmal entdeckt. Brauchen wir nicht. Nee, nicht mehr. Ohne diese zwei Ressourcen kommen wir hier auch nicht so richtig weg. Nee, eigentlich gar nicht, wa? Nee. Beziehungsweise Satium kriegen wir doch auch von den Meteoriten hier rum, oder? Das Wenn wir Glück haben, Promethium ja. brauchen wir nicht. Stimmt, das sind aber Silizium nicht. Aber wer sagt uns, dass wir hier Silizium finden? Du fliegst gerade nach Süden. Also ist okay, haben wir ja noch nichts entdeckt. Ich meine jetzt bloß. Schon wieder dieses Zarkosium-Erz. Wird ja lustig, wenn wir hier nichts finden sollten. Dreh mal ein bisschen nach links. Oh. Aber wir werden was finden. Mal wieder Zarkosium. Bin da unten. Noch mehr Zarkosium. Du fliegst gerade auf Drohnen zu. Rechts ist eine große Minigun-Drohne und geradezu ist eine Plasma-Drohne. Wollen die looten? Ist da irgendeine kaputt gegangen? Beide. Ja, würde ich sagen, klar. Eine links, eine rechts. Warte mal, irgendwie stehe ich mir noch nicht so Du richtig. stehst, nee, du stehst irgendwie auf einem Hügel. Flieg mal lieber runter irgendwie. Weil nicht, dass wir das Problem haben, wie wir schon mal hatten, dass wir. Wunderbar, Herr Watzi, wunderbar. Was denn? Na, die Eskimo-Rolle hier mit unserem Kanu gerade. Wo muss ich jetzt landen Ja, in. eigentlich? Nee, Ich sehe nämlich hier flieg. gar nichts. Links. Dahin? Ich weiß nicht. Ja, mal drück mal V und jetzt runter. C, 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 C. Wäre schon dabei. So, und jetzt warte. Am besten nicht bewegen. Ich steig mal aus. Das Erste, was wir hier natürlich machen, ist erstmal das Gewehr mit in die Hand nehmen. So, unten raus hier. Da ist. Wobei die Plasma wäre eventuell sinnvoller gewesen, aber da können wir gleich auch Da nochmal laufe hin. ich schon hin. Da läufst du gerade hin, ja? Ja.
ist doch viel. Was blubbert denn hier? Oh. Hättest du aber auch hinfliegen können. Sind wir hier in irgendeinem Sumpfgebiet oder sowas, oder? Ja. Hört sich so an. Bei dem anderen Erz haben nur die Wölfe geheult und hier sind Kröten und hast du nicht gesehen. War schön, dass sie es so unterschiedlich machen. Vor allen Dingen, was ist das hier für Boden? Warte mal, habe ich hier. Nö. Die Bodentexturen hier sind voll cool. So, habe ich gelootet? Hier ist. Ach. Das soll Tatsache so eine Art Sumpf sein. Ich glaube, wenn ich sie richtig sehe, sollen es hier so Wasserspiele irgendwie sein. Na gut. Gucken wir mal. So, hast du gelootet? Ja, ich komme schon zurück. Alles klar. Wunderbar, Herbert, sie wunderbar. Alles klar. Läuft, läuft. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt unseren Plasmakern irgendwie wieder hinbiegen. Oh ja, sonst kommen wir nicht zurück. Ach, Plasmakern, sag ich schon. Warpkern natürlich. Warp-Antrieb. Was schießen die denn da? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht verstehen. Weiß? Ja. Was? Ach, das ist eine Drohne. Minigun-Drohne. Was ist war, in der Plasma, war in der Plasma-Drohne irgendwas Schickes drin? Nee. Okay. Hm. Schießt du hier aufs Raumschiff? Ich bin jetzt wieder am Raumschiff. Wo bist du? Ich sitze schon drin. Ich warte. Auf den Abflug quasi. Ist schön. Ja, irgendwas muss man ja tun, oder? Auch wenn es nur warten ist. So, wie gesagt, Silizium. Wir hätten vielleicht ein paar Grundressourcen einpacken sollen. Ja, an sowas habe ich nicht gedacht. Ja, schäm dich. Kannst du an sowas nicht denken. Wo soll ich jetzt lang fliegen? Ja, flieg nach links. 90 Grad, ein bisschen über 90 Grad. So, halt! Ja, nee, ein bisschen zurück. Wunderbar, und jetzt geradeaus. So, das war, ich würde sagen, erstmal, da kommt eine Drohne. Noch mehr Zirkosiumerz. So, dass wir erstmal den Planeten irgendwie erkunden können. Aber hier ist ja Zirkosiumerz ohne Ende, war, aber. Ja. Kommt noch eine Drohne geradezu, eine Plasmadrohne. Ich habe aber ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, möchte ich ganz ehrlich sagen. Ich fliege mal ein bisschen weiter links. Jo. Weißt du, hier wird schon wieder hell, das ist sehr schön. Aber wir müssen auch hier irgendwo Silizium finden. Die Frage ist, was, wenn nicht? Ja. Da sind wir hier gestrandet. Noch mehr Zirkosium. Den unteren Gürtel haben wir demnächst umrundet. Aber das Problem ist ja auch, wir haben hier gar keine Grundressourcen. Hier gibt es ja auch gar kein Eisen und nichts. Ja. Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Ein bisschen weiter links musste, weil rechts kommt die Wand. Ja. Und links ist auch Ghost Stealth. Oh, links ist eine MK. Ja, genau. Also bei mir hat das nicht so viel gequalmt. Mhm. Das ruckelt aber auch gerade ein bisschen. Bestimmt die gleiche, die wir von auch hatten, oder? Nee, die haben wir eben gerade aufgedeckt. Das ist jetzt die Ghost Stealth MK2. Also es war eine andere, eine neue. Flieg mal. Das ist die Frage. Ja, einfach geradezu fliegen, würde ich sagen. Ja, aber wir haben hier unten gleich umrundet. Das. Na ja, gut, nee, da fehlt noch ein bisschen. Flieg einfach geradezu, ja. Oh, hier waren wir schon mal. Ansonsten müssten wir einfach mal so eine Basis angreifen. Eventuell findet man doch da Flugspuren, oder? Wenn man Glück hat, ja. Oh, rechts vorne, rechts kommt wieder was. Ghost Support MK2.
mit Plasmadrohnen. Warnung, feindlicher Truppentransporter nähert sich. Oh oh. Hey. Prometheum, Prometheum. Geradezu kommt eine Drohne. Plasmadrohne. Noch Loot, sein, dass sie tot ist. Aber ist sie schon tot? Ja, die ist schon tot. Ja, denn ja, looten wir. So. Ich steig aus. Jo, ich stehe. Ja, ansonsten würde ich sagen, war, wenn wir hier jetzt nichts weiter finden, wir müssen ja gucken, dass wir irgendwie an die Flugspulen kommen, die uns noch fehlen. Ja. Müssen wir notgedrungen die Basen angreifen. Aber ich sehe gerade Prometheum-Erz. Sehe ich das richtig, war hier in der Nähe? Ja, zwei Stück. Genau, also haben wir schon mal Prometheum. Ja, aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen, na toll, hier sind 55 Schuss, Kaliber 50. Na, Prometheum toll. Brauchen wir ja nicht. Warte mal hier von den schicken Bäumen. Wir brauchen ja Silizium und Satium. Prometheum brauchen wir ja nicht. Aber wenn Prometheum hier ist, dann ist Satium vielleicht nicht gar nicht so weit weg. Man weiß es also nicht. Okay, du kannst wieder weiterfliegen. Ja, gucken wir einfach mal, würde ich sagen, wa? Was anderes bleibt uns ja im Moment nichts übrig. Biolabor ist auch da oben. Fliegen wir ein bisschen weiter rechts. 90 Grad knapp. Noch ein bisschen. Jo. Wo ist es was? Prometheum-Lager. Also ich gehe fast davon aus, wir dürfen gleich Krieg führen. Weil ich bezweifle, dass wir da irgendwie sonst anders rankommen. Ghost MK1? Ne, 2. Xeno, du hast hier irgendwas entdeckt. BA Xeno. Aber oh, da ist auch eine Drohne. Waffenbunker. Du fliegst hier aber auch Hakenhammer. Also getroffen werden. Ich versuche so ein bisschen rauf, runter, rauf, runter. Pass auf, wollen wir denn nicht einfach mal hinrennen? War schon außer Reichweite? Nee, ne? Ich glaube nicht. Oder wollen wir so angreifen? Mit Raumschiff? Mit dem Raumschiff? Dann könnte aber sein, dass noch mehr kaputt geht. Eben, das ist ja das Problem. Ich würde fast sagen, Plasmadrohne hier unten links. Parkt das Raumschiff hier links ab, an dem Zarkosium-Ding. Und ich würde sagen, wir rennen dann nochmal hin. Habe ich. F. Looten wir noch eben die Plasmadrohne. Und danach würde ich sagen, einfach mal Attacke. Boah, ist das laut. Hoffen wir mal, dass sie jetzt hier nur auf irgendwelche Viecher schießen. Nee. Auch keine Flugspulen. Auf Drohnen oder was? Ja. Oh, 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 ich bin tot. Du bist tot? Alter, die schießen hier auf Aliens. You are dead. Ich bin tot. Auch gleich. Nee, ich noch nicht. Wieso schießen die denn auf die Aliens? Wo ist denn der andere jetzt hin? Da war noch einer da. Komische Klonkammer in der. So, drei habe ich getötet. Backpack of Watsi. Ich sehe nur nicht, wo die anderen sind. Ah, scheinbar erledigt. Nun, wo sind jetzt die Leichen? Rotflinte. Bist du wieder da? Du müsstest ja eigentlich in der Kammer gespawnt sein, wa? Ja. Wo sind die Leichen? Vor allen Dingen, wieso haben die uns angegriffen? Beziehungsweise, wieso haben unsere... Ah, ist hier einer? Ja. Nee, was war das denn? Was habe ich denn jetzt hier gelootet? Konfetti Moos Crappings. Aha. Ja. Ich konnte ja gar nicht in Deckung gehen, ja? Ich habe mich auch bloß hinterm Raumschiff versteckt. Verschanzt.
So, ich werde mal auch noch mal kurz zum Raumschiff zurück. Ja, ich muss mich auch noch heilen und essen. Genau, das werde ich dann nämlich auch noch machen. Und ich würde sagen, Hast du die? denn draußen liegt noch dein Hast. Backpacker. Ja. Hab ich schon genommen. Hast du jetzt die Leichen schon gelootet? Nee, ich habe sie nicht gefunden. Ich habe die Leichen nicht gefunden. Ich habe da irgendein Konfetti gelootet. Was auch immer das ist. Ah, Verfallszeit, also irgendwas Biologisches. Im Kühlschrank rein. Jo. Und feuern schon wieder. Achso, siehst du Nahrung? So, ziehen wir uns mal hier noch kurz ein paar Würstchen rein. So, einmal in die Heilkabine. So, das Problem ist natürlich, können wir eigentlich Sprengstoff herstellen? Ich habe Sprengstoff ein bisschen was bei. Hast du ja? Ja. Sehr schön, wie viel denn? 10. Na gut, das dürfte reichen. Guck mal hinten in der Kiste. Da kann sein, dass ich da noch was reingepackt In habe. welcher? Einer von den Kisten, die hinten stehen. Munitionskisten oder was? Ach so, hier Nee, in die die normalen blauen. Kisten. Genau, die blauen Kisten. Lampen, Munition, Sauerstoff. Nö. Treibstoff ist da drin, Sauerstoff ohne Ende. Aber kein Sprengstoff. Nun gut. Laufen wir hin. Die Sonne geht in 6 Minuten noch was auf. Ich habe 10-mal Sprengstoff bei. Ja, reicht ja. Sollte reichen. So, aufgefüllt. Ich fülle nochmal schnell Feuchtigkeit meinen Sauerstoff auf. Essen ist aufgefüllt, Sauerstoff ist aufgefüllt. Wo bist du? Ich Hinten bin schon hinten draußen? unten, ja. Ich gucke mir gerade die Richtung an. Wir versuchen natürlich den Xeno-Waffenbunker einzunehmen, würde ich sagen, wa? Auch wenn das nicht ganz so Ja. nach Flugspule klingt, aber ist erstmal besser als nichts. Hinten haben wir, nee, nur Sauerstoff. Kannst du noch was zu essen mitnehmen, wenn du noch im Raumschiff bist? Brauchst du noch was? Aber wie viel noch Nee, jetzt gerade unterwegs? nicht, aber wenn wir unterwegs sind, ja. Ah, da finden wir auch noch diese anderen Pflanzen. Na gut, wie du meinst. Gibt's Würde auch mal. diese komischen Berry, Blackberry, Blueberry? Gibt's ja auch. Sind wir auf dem richtigen Weg dahin? Jo, zumindest die richtige Richtung. Ob es der richtige Weg ist, weiß ich Guck mal, nicht. der Baum, der jetzt zum Beispiel entgegenkommt, das sind diese Beeren. Der Baum, der uns entgegenkommt. Ja, der hier, den du gerade. Der dir entgegengesprungen ist, sozusagen. Promethium. Oh, da ist eine Minigun-Drohne. Richtung Raumschiff. Ja, da wird sich aber das Raumschiff schon drum kümmern, würde ich sagen, oder? Da vorne kommt eine Spinne. Ja. Jetzt weiß ich wenigstens, wo du bist. Du siehst mich da auf Map, oder? Ja, aber so konnte ich dich optisch sehen. Vielleicht, das verfällt eh, bis wir da sind, aber ist ja egal, erstmal mitnehmen. Was wir haben, haben wir, wa? Wir brauchen im Moment alles. Ist das dein Herz, was da so rast? Ja. Schön, nicht, dass du mir hier gleich umkippst am Herz, Kasper. Ich bin außer Bisschen. Puste. Diese weiten Wege, die wir gerade rennen hier. Naja, in deinem Alter ist es ja auch alles nicht mehr so weit, so einfach. Hallo, hallo, hallo. Hall. Valhalla! Da landen wir bestimmt gleich. Habe ich so das Gefühl. Ach, niemals. Guck mal, da ist ja schon der Waffenbunker. So, wir müssen nur aufpassen, dass uns keine Drohnen von oben gleich überraschen oder irgendein anderes Viehzeug, währenddessen wir denn da angreifen. Das ist auch schon eine große Minigun-Drohne. So, pirschen wir uns doch mal hier über. Müssen ja bloß von erstmal die Geschütze abballern, die da oben sind, ne? Sniper haben wir jetzt natürlich auch keine. Aber unser Gewehr, dieses Sturmgewehr, ist ja schon. Hat eine gute Reichweite, Stufe 2, ja.
So, Wazi, aber ich sehe, wir haben es gerade schon wieder soweit. Das heißt, Ja. bevor wir weiter Richtung Bunker marschieren, würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal. Hoffen, das hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein. Die Verlinkung zum jeweiligen anderen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und damit sagen wir, macht's gut und bis dann. Tschüss! Ciao.